Der Kohlrabi gehört zur Familie der Brassicaceae und zur Art Brassica oleracea und der Unterart Caulorapa congilodes. Zur Art Brassica oleracea gehören auch Brokkoli, Weiß- und Rotkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Feder- oder Blattkohl und Wirsing. Der Kohlrabi ist eine zweijährige Pflanze. Er wird für seine Knollen kultiviert. Er macht nur wenige Blätter und sein weißes Fruchtfleisch bleibt zart. Es gibt verschiedene Sorten, die sich durch ihre Größe und Farben unterscheiden. Es gibt frühe Sorten und Lagersorten. Bestäubung aller Kohlgewächse der Art Brassica oleracea. Die Blüten der Brassica oleracea sind zwittrig. Das heißt, sie enthalten männliche und weibliche Blütenorgane. Aber sie sind zum Großteil selbst unfruchtbar. Der Pollen der Blüten einer Pflanze kann nur die Blüten einer anderen Pflanze befruchten. Die Pflanzen sind also allogam. Um eine Bestäubung zu ermöglichen, müssen sie gruppenweise angebaut werden. Kohlpflanzen werden hauptsächlich von Insekten bestäubt. Diese Veranlagungen führen zu einer großen natürlichen genetischen Vielfalt. Alle Unterarten der Kohlart Brassica oleracea verkreuzen sich untereinander. Es ist deshalb zu vermeiden, Samenträger von diesen verschiedenen Kohlunterarten nebeneinander zu pflanzen. Um die Sortenreinheit zu bewahren, ist ein Abstand von 1 Kilometer zwischen verschiedenen Sorten einzuhalten. Dieser Abstand kann auf 500 Meter verringert werden, wenn zwischen zwei Sorten ein natürliches Hindernis wie etwa eine Hecke vorhanden ist. Die Sortenisolation kann auch mit Hilfe von Bestäuberinsekten in Kästen, abgedeckt mit einem Moskitonetz oder mit abwechselnd offenen Moskitonetzen erreicht werden. Diese Techniken werden im Abschnitt Isolationsmethoden unter dem Kapitel ABC des Samenbaus vorgestellt. Samenbau des Kohlrabi. Die Samenträger der Lagersorten werden im ersten Jahr des Zyklus genauso wie die für den Verzehr bestimmten Sorten kultiviert. Im ersten Jahr formen sie den Knollen, der den Winter überdauern muss, um im nächsten Jahr zu blühen. Zu große und geplatzte Knollen eignen sich schlecht für die Überwinterung. In den meisten Gegenden ist die günstige Aussaatzeit für die Multiplikation von Frühsorten und Lagersorten im Juni und Juli. Musik.
Für eine ausreichende genetische Vielfalt selektioniert man im Herbst 30 Kohlrabi. Damit stellt man sicher, dass im nächsten Frühjahr 10 bis 15 Rüben als Samenträger vorhanden sind. Die Saatgutproduktion von Kohlrabi wird mit gesunden Pflanzen gemacht, die man während der ganzen Wachstumsperiode beobachtet hat. Dies erlaubt, alle Merkmale der Sorten zu erkennen, die Qualität der Rübe, rascher und kräftiger Wachstum, Widerstandskraft der Pflanzen auf Krankheiten, gute Lagerfähigkeit, Frühreife und Kälteresistenz. In Klimazonen mit sehr kalten Wintern werden die Samenträger im Keller gelagert. Die Seitenblätter werden entfernt, die Mittelblätter jedoch belassen. Die Samenträger werden anschließend in Sand eingeschlagen oder eingetopft. Kohlrabi ist weniger fäulnisanfällig als die Kohlköpfe. In Regionen mit mildem Winter kann er im Freiland überwintern. Er verträgt Frost bis zu minus 7 Grad. Ein trockener Winter bekommt ihn besser und mit Wasser aufgedunsene Knollen überstehen einen strengen Winter schlechter. Im Frühjahr, wenn die starken Fröste vorbei sind, holt man die gelagerten Knollen und pflanzt sie von neuem. Zwei Drittel ihres Volumens werden mit Erde bedeckt. Der Kohlrabi bildet Blütenstiele aus, die danach in Blüte steigen. Um das Abliegen zu verhindern, müssen die Blütenstände manchmal gestützt werden. Ernte, Dreschen, Reinigung und Konservierung von allen Kohlsorten der Art Oleracea. Die Kohlsamen sind reif, wenn sich die Schoten gelbbraun verfärben. Bei Überreife springen die Schoten von selber auf und verstreuen die Samen. Die verschiedenen Samenstängel reifen meistens nicht gleichzeitig. Um keine Samen zu verlieren, können die Stängel je nach Reifegrad nach und nach abgeerntet werden. Die ganze Pflanze kann auch vor der völligen Reife der Samen geerntet werden. Um den Reifeprozess zu vollenden, lässt man die Pflanzen an einem trockenen Ort mit Luftzirkulation nachreifen und trocknen, ohne sie der Sonne direkt auszusetzen. Die Kohlsamen sind für das Dreschen bereit, wenn man sie mit den Fingern leicht zerbrechen kann. Zur Samengewinnung werden die Schoten auf einer Plastikplane oder einem starken Stofftuch ausgebreitet, um sie zu dreschen oder mit den Händen zu zerreiben. Sie können auch in einem Sack auf einer weichen Unterlage gedroschen werden. Bei größeren Mengen können sie auch mit den Füßen gestampft werden oder man rollt mit einem Fahrzeug darüber.
Schoten, die sich nur schlecht öffnen, enthalten wahrscheinlich unreife Samen, die nur schlecht keimen werden. Zur Reinigung benutzt man zuerst ein grobes Sieb, das die Samenkörner durchfallen lässt und grobes Material zurückhält. Dann verwendet man ein feines Sieb, das die Samen zurückhält und das feinere Material durchfallen lässt. Durch Wegblasen mit dem Mund oder mit Hilfe des Windes werden die letzten Verunreinigungen entfernt. Alle Samen der Kohlart Brassica oleracea ähneln sich sehr. Es ist zum Beispiel sehr schwierig, Samen von Weißkohl und Blumenkohl auseinanderzuhalten. Deswegen müssen die Samenträger und die geernteten Samen etikettiert werden. Mit der Art, der Sorte und dem Produktionsjahr. Für die Aufbewahrung legt man die Samen einige Tage in den Tiefkühler, um die Parasiten zu eliminieren. Kohlsamen sind 5 Jahre lang keimfähig. Sie können allerdings ihre Keimfähigkeit bis zu 10 Jahren behalten. Sie kann bei Lagerung mit tiefer Temperatur verlängert werden. 1 Gramm enthält 250 bis 300 Samen, je nach Sorte.